recht herzlich hier zur offiziellen Pressekonferenz nach dem 317. Derby und natürlich auch den Trainer unserer Gäste, Herr Fink. Bitte eine kurze Analyse aus Ihrer Sicht vom Spiel. Ja, erstmal darf man natürlich dem Gegner gratulieren. Sie haben heute hervorragend Fußball gespielt und haben gezeigt, wie es halt geht. Wir haben heute nicht das gespielt, was wir können. Ich glaube, dass wir fußballerisch besser sein können. Wir haben zwar dem Gegner nicht viele Chancen zugelassen, gerade vor dem 0-1. Da haben wir die größte Chance, aber spielerisch war das zu wenig. Zweikampfverhalten war nicht, ja, sagen wir so, nicht nah genug am Mann dran. Mehr ängstlich gespielt, gar nicht mal dem Wille möchte ich ja nicht abschreiben, sondern mehr ängstlich gespielt. Wir sind hinten drin gestanden, wir haben den Gegner spielen lassen, der Gegner hat uns gut gepresst und von daher ein verdienter Sieg, kann ich nichts anderes sagen, auch wenn das Tor jetzt nicht toll herausgespielt war, muss man sagen, war es verdient. Vielen Dank. Ich danke, Zocke, Gratulation natürlich, uneigennützig auch von mir bitte, deine Analyse vom Spiel. Ja, Gratulation an meine Mannschaft zu diesem tollen Erfolg, zu diesem tollen Spiel. Hat sie sich wirklich redlich verdient, endlich einmal gewonnen zu haben. Heute war es endlich wieder soweit und freut mich natürlich irrsinnig auch für unsere Fans. Es gibt natürlich viele Dinge, die wir heute sehr gut gemacht haben und trotzdem weiß ich, dass wir auch sehr, sehr viel Luft noch nach oben haben und genug Dinge es gibt, die wir noch verbessern können in Zukunft. Trotzdem sind wir mal sehr glücklich darüber, dass wir das heutige Spiel gewinnen konnten. Vielen Dank und nachdem Herr Hackl schon die Lippenspitze, darf ich dich bitten, das Mikrofon zu nehmen, damit auch die vielen Kollegen weiter hinten was hören, bitte. Es ist vorher viel geredet worden, da wir ein bisschen von zwei Gezeichneten, die zuletzt nicht also ihre Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Ich meine, es ist schwierig nach dem Spiel, aber warum konnte das Rapid und es hat so von der Austria ausgeschaut, es war ganz einfach zu wenig. Ja. Gibt es da irgendwie schon, ich weiß, so kurz nach Spielschluss ist es schwierig. Ja. Ich habe es versucht schon zu erklären, dass wir zu weit weg waren vom Mann, weil ich glaube, dass wir ein bisschen zu ängstlich waren. Viele haben sich darauf verlassen, dass man lange zu Null spielt und dann vielleicht einen Konter setzt, wenn ich dann Kajode bringe. Wie gesagt, wenn man hier gewinnen will, muss man mehr tun und ja, Rapid hat natürlich auch toll Fußball gespielt, das muss man ja auch zugeben. Wir haben gegen einen hervorragenden Gegner gespielt diesmal. Sie haben in allen Belangen top gespielt und haben uns gezeigt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben und für diese Saison sind sie jetzt nun mal besser, aber nächste Saison müssen wir mal schauen. Und wir müssen schauen, dass wir unsere Ziele weiter im Auge behalten. Also wie gesagt, für heute sind wir alle sehr, sehr traurig, aber wir müssen uns schnell die Wunden lecken. Am Mittwoch geht es im Cup gegen Red Bull und da muss man auch eine Top-Leistung abliefern und man muss topfit sein. Aber der Cup hat ja immer seine eigenen Gesetze und da geht was. Vielen Dank, bitte sehr. Wer möchte die nächste Frage stellen? Bitte schön. Ja, guten Abend erstmal von meiner Seite. Frage an die beiden Trainer. Zunächst einmal, Herr Barisic, wie tut dieser Sieg, vor allem nach der Durststrecke zuletzt? Und Frage an den Herrn Fink, war der Gegentreffer vielleicht auch symptomatisch für die momentane Situation bei der Wiener Austria? Danke. Aber es heißt symptomatisch. Ich glaube, dass wir in den letzten Wochen guten Fußball gespielt haben, dass wir viele Chancen herausgespielt haben, dass wir viele Flanken geschlagen haben, dass wir viel im Ballbesitz gewesen sind, dass wir im Strafraum viele Aktionen hatten, aber uns fehlte das nötige Glück. Heute war das nicht so. Heute war mal ein Spiel, wo der Gegner einfach besser war. Und das muss man akzeptieren im Fußball und im Sport und muss schauen, dass man so schnell wie möglich wieder seine Leistung bringt und das nächste Spiel in Angriff nimmt. Uns tut der Sieg gut. Nein, wir haben vor allem wieder sehr gute Leistung geboten, nur mit dem Unterschied, dass wir heute gewonnen haben, ja, weil die Spiele davor waren auch nicht schlecht, war auch so, dass wir besser waren als der Gegner, nur leider Gottes konnten wir das nicht ummünzen, ja, auf Resultate, die für uns zufriedenstellend waren. Heute, der Sieg tut uns sehr gut und vor allem unseren Fans, die jetzt eine schöne Woche haben werden. Danke, bitte David. Frage an den Zocke, zum Torschützen. Der Tommy hat längere Zeit nicht gespielt, dann letzte Woche Tor gemacht, jetzt das Siegestor. Ist er mittlerweile so weit, dass man den einfach ohne Bedenken reinbringen kann und dass man weiß, der bringt seine Leistung?
haben auch getan. Letzte Woche, auch diese Woche, hat sehr gute Trainingsleistungen gezeigt. Mate Jelic hat auch heute wieder gezeigt, dass er ein guter Spieler ist und wird, der momentan etwas vom Pech verfolgt ist. Das ist normal, es gibt solche Phasen. Wenn man Fußballer war, weiß man, worüber man spricht, dass es einfach auch nicht nur Ups, sondern auch Downs gibt, beziehungsweise dass du ein bisschen eine Phase durchleben musst, wo du nicht das Glück auf deiner Seite hast. Und Gott sei Dank hat es der Tommy im Moment. Ja, er hat gezeigt, dass er ein wichtiger Spieler ist für uns und sein kann. Und muss weitermachen, darf nicht aufhören. Danke sehr, bitteschön. Mein Kollege Andi Forst von Servus TV. So, Thorsten Fink, was heißt denn das jetzt für das Cup-Spiel in Salzburg? Ihr habt ja nicht gerade Selbstvertrauen getan. Ist das eine Chance quasi für Wiedergutmachung im Cup? Ach, wie in der Gutmachung weiß ich jetzt nicht. Wir können ein Cup-Spiel gewinnen, das wissen wir sind stark genug. Müssen uns jetzt auch nicht irgendwo das Selbstvertrauen, müssen auch nicht das Selbstvertrauen verlieren. Ich glaube, dass meine Mannschaft eine gute Mannschaft ist und dass wir Möglichkeiten haben. Und auch in Salzburg zu gewinnen, weil, wie gesagt, wir haben die Möglichkeiten, das haben wir lange genug gezeigt. Und wir werden nochmal die Analyse machen und dann schnell wie möglich dieses Spiel angehen. Danke schön. Die Mannschaft anders oder besser machen? Das, was wir vorher gemacht haben. Ballbesitz bleiben, Red Bull beschäftigen mit Ball, weil sie haben auch dann Probleme, das wissen wir, wenn sie viel beschäftigt werden. Und sie sind es gewohnt, das Spiel zu machen und das versuchen wir in Salzburg. Und man muss immer wieder gut stehen, also mit Soriano oder je nachdem, wie sie spielen, ob sie 4-4-2 spielen oder mal 4-2-3-1. Sind sie immer gefährlich, das wissen wir gerade im Sturm mit Keita im Mittelfeld sehr gefährlich und wie gesagt, wir müssen die ausschalten und nach vorne mehr machen, mehr Chancen rausspielen. Dankeschön. Bitte, Alex. Frage an den Rapid-Trainer. Das Ergebnis ist zwar anders, aber es gibt schon auffällige Parallelen in den letzten Wochen. Es wirkt so, gerade im Konter, dass die Spieler beim Abschluss immer wieder den Ball dann doch noch auf den besseren Fuß legen wollen. Wie kann man das abstellen? Sie können ja hoffentlich auch mit dem schlechteren Fuß das Tor treffen. Das hat sich ja heute wieder gezeigt, wo wir unsere Probleme haben, speziell 20, 25 Meter vom gegnerischen Tor, dass wir da sehr oft die falschen Entscheidungen getroffen haben, so wie in den Spielen zuvor, dass wir immer schauen, dass wir in eine noch bessere Position kommen, in eine noch bessere Schussposition kommen, dann ist die Situation eine andere oder zu Ende und wir nehmen uns dann auch manchmal sehr leichtfertig Einschussmöglichkeiten weg. An dem werden wir natürlich arbeiten. Ich glaube aber, dass das auch sehr viel mit dem Kopf zu tun hat, dass es mit dem Selbstbewusstsein zu tun hat, weil es gibt da Spiele, wo es funktioniert und wo es so flutscht und dort müssen wir erst wieder hinkommen. Danke, Peter, bitte. Herr Peter hat den zweiten Platz abgesichert. Ich könnte sagen, das Saisonziel internationaler Bewerb ist erreicht. Noch einen Versuch, weiterhin aufzukommen? Ja, das Minimal-Saisonziel, was die Meisterschaft betrifft, das Erreichen eines internationalen Startplatzes, hat man schon davor spekulieren können, dass wir das erreicht haben. Und wichtig wird sein, dass wir uns jetzt von diesem Spiel erholen, dass wir es genauer analysieren, weil es viele Dinge gibt, die wir besser machen können, dass wir uns dann in weiterer Folge vorbereiten auf das Spiel gegen Sturm Graz. Auf das wir uns wieder freuen und ich hoffe, dass wir wieder vor so einer fantastischen Kulisse wie heute spielen dürfen. Dankeschön. Bitte sehr, gibt es noch weitere Fragen an die beiden Herren? Wenn dem nicht so ist, dann vielen Dank fürs Interesse und wir sehen uns hier wieder am Freitag 12.30 Uhr Pressekonferenz vor dem Match gegen Sturm. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Tschüss.